Die FIA ETRC zu Gast im Mekka des französischen Motorsports in Le Mans. Seit 1923 wird hier meist Mitte Juni das traditionsreiche 24-Stunden-Rennen ausgetragen, allerdings auf dem rund 13,6 Kilometer langen Circuit de la Sarthe. Die Renntrucks fahren auf dem 4,2 Kilometer langen Circuit Bugatti. Das Wetter trocken, viele Racing-Fans wieder mit dabei, um möglicherweise der Titelentscheidung beizuwohnen. Welcome to Le Mans and bienvenue au Mans. Der Blick auf den Gesamtstand vor Le Mans zeigt, Jochen Hahn hat bereits 85 Punkte Vorsprung auf Albacete und kann im Optimalfall vorzeitig den Titel feiern. Die Stimmung ist natürlich fantastisch. Wir haben über das ganze Jahr, ich sag mal, einen Lauf, einen erfolgreichen Lauf. Wir konnten fast alle Zeittrainings gewinnen, fast alle ersten Rennen gewinnen. Hab dadurch jetzt ein schönes Polster in der Meisterschaft und das beruhigt wahnsinnig. Die Dominanz des bislang fünfmaligen ETRC-Champions in dieser Saison schon teilweise erdrückend. Jochen Hahn hat 11 Poles geholt, 11 Rennsiege verbucht. Gelernt, erfolgreich zu sein, aber auch gelernt zu verlieren. Und ich glaube, das macht stark am Ende des Tages. Wir sind stolz ohne Ende, was wir bisher dieses Jahr erreicht haben. Und wenn mich jetzt einer fragt, ob ich Europameister werde, dann sage ich ja. Warum? Wenn ich es jetzt noch verlieren würde, dann würde ich mich, glaube ich, selber schlagen, weil alles andere würde ja nichts mehr bringen, wie dass ich mir selber volle eine Reihe haue. Und ich wäre echt enttäuscht, wenn es jetzt nicht klappen würde. Es gibt keinen anderen dieses Jahr, der es gerecht verdient hätte. Sagt einer, dem man fast alles glaubt. In der Ruhe liegt bekanntlich die Kraft, die Gelassenheit des fünfmaligen Champions. Kommt nicht von irgendwoher. Jochen Hahn weiß, auf sein Team kann er sich voll und ganz verlassen. Ein eingeschworener Haufen. Treffender kann man diese Gruppe wohl nicht beschreiben. High Noon in Le Mans, 12 Uhr Samstagmittag mit einer letzten Zigarette vor dem Qualifying geht Jochen Hahn das Vorhaben Titel Nummer 6 an. Und eine, die für Jochen Hahn unverzichtbar ist, ist seine Ehefrau Diana. Bei jedem Qualifying beobachtet sie intensiv den Zeitmonitor, gibt die notwendigen Hinweise per Funk an ihren Ehemann weiter. Der erste Versuch von Jochen Hahn in der Superpole. Noch nicht perfekt. Sascha Lenz ist schneller, der Deutsche, der schon in den vergangenen beiden Jahren in Le Mans die Samstagpole geholt hat. Aber der Champion hat noch einen letzten Versuch, schlägt zurück. Jochen Hahn ist den Hauch von knapp 300stel schneller als Sascha Lenz, holt sich seine 12. Pole. Der erste Schritt auf dem Weg Richtung Titelgewinn, Richtung Titelverteidigung ist getan. Le Mans ist komplett anders wie alle Rennstrecke bisher vom Zeittraining. Die alten Füchse wissen das, wobei der Sascha mittlerweile auch ein alter Fuchs ist. Man kann hier, wenn man alles richtig macht, in der letzten Runde im Zeittraining oder Superpole dann nochmal nachlegen. Und das ist mir jetzt gelungen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich schneller war. Ja, mega stolz, weil ich weiß nicht, wie viel die Pole dieses Jahr. Es war sehr knapp. Und jetzt schauen wir, dass wir ein geiles Rennen fahren. Es ist angerichtet für die mögliche Vorentscheidung im Kampf um den Europameistertitel im Truck Racing. Jochen Hahn, der große Meisterschaftsfavorit, also mal wieder auf der Pole Position, aber nur mit einer Zeit von 2 Minuten 5, 6, 8, 3, rund eine halbe Sekunde langsamer als Sascha Lenz im Jahr zuvor. Der 32-Jährige steht in Reihe 1 direkt neben Jochen Hahn, hat es geschafft, das Trio Infernale dieser Saison zu sprengen. Denn er ist auf Position 3, Antonio Albacete, der Spanier, Zweitplatzierter der Meisterschaft, war in der Superpole. Kurz vor Schluss noch auf Bestzeitkurs und auf der 4 Adam Latzko. Der Tscheche macht sich noch Hoffnungen, den Spanier von Gesamtrang 2 zu verdrängen. Ja, ich muss Adam erstmal jetzt hinter mir halten, das ist mein vorrangiges Ziel. Ich werde versuchen, zudem auf die Jungs in Reihe 1 Druck zu machen, aber zu gewinnen, das wird echt schwer. Und du weißt ja nie genau, was passiert. Zeit, die Racetrucks endlich loszulassen. Der Start für Rennen 1, Lenz und Hahn vorneweg, dahinter Albacete und Latzko. Und dann direkt Halm, Kursim und José Rodríguez. Leichter Regen in Le Mans,
macht die Sache nicht einfacher, die 1200 PS auf den Asphalt zu bringen. Hinauf zur Schikane vor dem Dunlop-Bogen, Anderson auf der 8. Dahinter dann Norbert Kiss und Terry Gibbon. Gibbon verliert hier gleich die Hinterachse, dreht sich. Ollie Janes muss durch den Kies. Fast zu erwarten, dass hier so etwas passieren wird. Die Situation nochmal aus der Cockpit-Perspektive von Klein Nagelfort, der Niederländer im Scania, kommt hier schadlos vorbei und gewinnt gleich zwei Positionen. Sascha Lenz kann das Tempo locker mitgehen an der Spitze, dahinter Albacete mit kleinem Rückstand und auf der 4 Adam Latzko, keine Verschiebungen also auf den ersten 4 Positionen. Dahinter Halm Kosim Kiss, der Ungar hat sich von der 10 auf Rang 7 nach vorne gekämpft, nachdem ihm seine Zeiten in der Superpole gestrichen wurden wegen eines stark rußenden Motors. Onboard bei Anderson von Requenco, kurz zuvor überholt, will Rang 10 zurück, schickt den Spanier hier fast in einen Dreher. Nicht ganz fein, nicht ganz fair die Aktion, aber nochmal gut gegangen. Requenco bleibt vor Anderson, dahinter Klein Nagelfort und Rodriguez. Letzte Runde schon, die letzten beiden Kurven. Jochen Hahn fährt zu Saisonsieg Nummer 12. Was für eine Leistung dieses Mannes, der seine Konkurrenz hier scheinbar nach Belieben wieder beherrscht. Zweiter Lenz, dritter Albacete. Dementsprechend groß natürlich der Jubel beim Team und auch beim Teamchef Jochen Hahn, aber auch beim zweitplatzierten Sascha Lenz. Du fährst auf Podest, ohne dass du einen Kratzer am Auto hast. Und das ist natürlich dann auch irgendwo eine Bestätigung. Das ist auch eine Bestätigung vom kompletten Jahr. Wir waren das ganze Jahr über schnell und auch stark. Hat natürlich ab und zu mal nicht so viel Glück gehabt. Dieses Mal aber schon. Denn Lenz neben Jochen Hahn auf dem Podium. Genauso wie der Spanier Antonio Albacete. Jochen Hahn, gewohntes Bild. Mit Sieg im ersten Rennen des Wochenendes zum 7. Mal bei 7 Möglichkeiten. Unfassbar. Das Ergebnis im Überblick. Shane Brereton auf 8 gewinnt die Grammar-Cup-Wertung und Erwin Klein-Nagelfort auf der 10 holt seinen ersten ETRC-Punkt der Saison. Norbert Kiss wird disqualifiziert wegen Missachtens der Spiegelei-Flagge. Sein Motor hat erneut zu viel Ruß produziert und Jochen Hahn hat mit Pole und Sieg 2 weitere Schritte Richtung Meisterschaft gemacht. Schritt 3 ist jetzt ein geiles letztes Rennen zu fahren und vielleicht schon den Titel nach Hause zu bringen. Aber das machen wir jetzt mit Bedacht, wenn nicht, machen wir es morgen. Das angesprochene zweite Rennen sieht Shane Brereton auf der Pole Position. Der Brite im vergangenen Jahr Grammar Cup Champion ist keine leichte Nuss. Ja, es wäre schon cool zu versuchen, die Führung hier zu behalten. Die ersten beiden Kurven werden schwierig. Mal sehen, wie sich das Rennen dann entwickelt. Neben Brereton, der Portugiese José Rodríguez, auch er hat schon ein ETRC-Rennen gewinnen können. Dritter André Kosim, der das zweite Rennen in Le Mans im vergangenen Jahr gewonnen hat. Die Tribünen gut gefüllt, die Fans in Erwartung des Starts. Kommt Jochen Hahn weniger als 3 Plätze hinter Antonio Albacete ins Ziel, dann ist er Europameister, die Konstellation gut. Hat Hahn seinen einzigen verbliebenen Konkurrenten doch direkt vor sich. Brereton vor Rodriguez, Kosim im gelben Truck, fällt etwas zurück auf den ersten Meter. Onboard bei Latzko, der hier Steffi Halm aufs Eck fährt. Wahnsinn, Save der Deutschen in der Schikane. Hahn, Albacete und Kosim weichen der drohenden Kollision aus, kürzen ab, was aber für keinen der 3 Konsequenzen hat. Albacete auf Position 3, Hahn auf der 4. Alles läuft nach Plan für den Mann im weiß-blauen Iveco-Truck mit der Startnummer 1 bis zu dem Moment, als die Kamera gleich aufzieht. René Reinhardt im Kies, Norbi Kiss steht, rote Flaggen. Wenig später, was ist denn da bitte schön passiert? Wir schauen genau hin aus der Cockpit-Perspektive des Ungarn, Norbert Kiss. Kiss neben Reinhardt, der Ungar wird vom Deutschen nach rechts auf die Wiese gecheckt und kann demzufolge seinen über 5 Tonnen schweren Truck nicht mehr kontrolliert abbremsen. Ja, ich habe einen Schlag von links gespürt. Ich glaube, René ist von links nach rechts rübergegangen, hat mich getroffen, hat mich ins Gras geschoben, als wir gerade in der Anbremszone waren. Ich hatte keine Chance. Alle waren in der Kurve vor mir und ich bin reingekracht. Meine Schuld, glaube ich, war es nicht. Die Aussage von Kiss
wird untermauert durch die Onboard-Bilder von José Eduardo Rodríguez Kiss, von Reinhardt in die Wiese geschickt und dann nimmt das Unheil seinen Lauf, noch deutlicher zu sehen, der Crash aus der Perspektive von Chitinyola, dem jungen Teamkollegen von Norbert Kiss. Und durch das Manöver war ich natürlich auch, weil ich rechts vorbei war, da habe ich ein bisschen den Bremspunkt verpasst, aber es war natürlich extrem glatt, weil natürlich 15 Trucks vor mir waren mit vollem Wasser, ist immer nach dem Start, alle fahren gegen die Bremse, natürlich Wasser voll an, dementsprechend die Strecke war nass. Und ich bremse und es ist nichts passiert. Und ich bin dann natürlich da durchgerutscht im Prinzip und in den Lewis rein. Und Norbi kam dann übers Gras, konnte auch nicht bremsen, hat sich quergestellt und ist dann auch noch in mich rechts rein. Also war dann bumm, bumm, von beiden Seiten relativ heftig und ja, dann war es vorbei. Außerdem betroffen Lewis Recuenco im Truck mit der Nummer 64, der dann beim Restart genauso fehlt wie Reinhardt und Kiss. Zweiter Versuch also. Vorne Brereton und Rodríguez, der Portugiese, hat Steffi Halm. Gleich im Nacken sitzen die Deutsche im orange-weißfarbenen Iveco-Truck mit der 44. Schiebt hier ordentlich von hinten an. Will an José Rodríguez vorbei. Hindurch durch die erste Kurvenkombination. Halm kürzt etwas ab, aber ohne nennenswerten Vorteil fällt sogar er noch etwas zurück. Anfahrt auf La Chapelle, Kurve Nummer 4. Brereton rutscht etwas raus und Rodríguez sticht innen rein, geht vorbei. Rodríguez also in Führung. Dahinter Kosim, dessen Heckkamera zeigt, dass Brereton im violettfarbenen Truck mit der 17 auf der 3 liegt. Und dann Steffi Halm auf der 4. Die Deutsche dann aber in Kurve 5 mit der besseren Linie und besserem Grip holt sich den dritten Platz. Runde 2. Rodríguez mit blockierenden Rädern an der Vorderachse rutscht ins Kiesbett. Kosim, Halm, Latzke und der ganze Rest sagen Danke und kommen ganz einfach vorbei am Portugiesen. Die Top 3 in Runde 5 haben sich etwas abgesetzt, etwa 2 bis 3 Sekunden vor Brereton und den Verfolgern. Adam Latzko fährt sich die Radverkleidung vorne links an Halms Heck weg. Zum ersten Mal angeklopft der Tscheche bei der Deutschen. Während der junge José Eduardo Rodríguez seine Durchfahrtsstrafe antritt, er hatte sich im Grid bei Versuch 2 falsch einsortiert. Brereton macht sich auf Rang 4 breit wie ein Panzer. Die Kiss-Reinhardt-Gedächtniskurve Jochen Hahn neben Albacete. Schöner Versuch, aber die nächste Kurve geht nach links. Das wissen auch die Hahn-Racing-Mechaniker. Die letzten Meter dann für die Top 3 fast nebeneinander Richtung vorletzte und letzte Kurve. Kosim aber innen. Die Attacke von Adam Latzko gegen Steffi Halm. Aber am Ende ändert sich nichts mehr an den Positionen. André Kosim gewinnt Rennen Nummer 2 in Le Mans. Während Jochen Hahn der 6. Rang reicht, Hahn holt sich die Meisterschaft. Das ganze Team freut sich natürlich mit. Die Emotionen im Cockpit dagegen, naja, sagen wir, etwas verhalten. Der 6. Titel für Jochen Hahn nach 2011, 12, 13, 16 und 18. Damit ist er nun alleiniger Rekordchampion, aus dem es nach dem Rennen nur so raussprudelt. Mit Mantione haben richtig geile Feige. Ich wollte vor ihm sein, wenn ich den Titel gewinne. Ich hab's nicht geschafft. Also fair hätte ich es nicht geschafft. Und ich bin ein geiles Rennenfahrer. Wann hast du dann den Kopf eingeschaltet und hast gesagt, okay, dann bleib ich jetzt dahinter? Gleich eigentlich. Gleich. Das bringt ja nichts. Ich hätte ja 3 Plätze hinter ihm, hätte ins Ziel kommen können. Ich habe geguckt, dass der Sascha nicht geht und dann war das in Ordnung. Ordnung natürlich auch auf dem Podium. Die 3 Kampfhähne Kosim, Halm und Latzko nehmen ihre Trophäen entgegen. Für André Kosim die Wiederholung seines Sieges aus dem vergangenen Jahr. Das Ergebnis im Überblick auf der 8. Jamie Anderson macht einen Punkt gut auf den 10. Platzierten Ollie Janes in der Grammar-Cup-Wertung. Trotzdem hat der Teamkollege von Adam Latzko immer noch mehr als 30 Punkte Vorsprung. Und für André Kosim, den Mann vom Team Don't Touch Racing, geht ein kleiner Traum in Erfüllung. Hier mal ganz oben zu stehen, ich glaube, das ist der Traum eines jeden. Ja, für mich zum zweiten Mal das Rennen zu gewinnen hier, ein wunderbares Gefühl. Und Le Mans wäre nicht Le Mans, wenn eine unglaubliche Show die Fans in ihren Bann ziehen würde.
Die schönsten Straßen-Lkw Frankreichs ziehen fast über 2 Stunden lang Stoßstange an Stoßstange über den Circuit Bugatti. Und das Tolle ist, kein Fan will diese Parade verpassen. Die Tribünen voller als bei den Rennen der ETRC und der französischen Truckmeisterschaft. Ein riesiges Spektakel am Samstagabend. Der Sonntag steht ganz im Zeichen des Grummer Cups. Die Wertung für die Amateurrennfahrer sozusagen. Olly Janes führt in dieser Wertung seit dem ersten Rennwochenende in Misano, obwohl er insgesamt nur 3-mal ein Rennen in dieser Kategorie gewinnen konnte, aber der fleißigste Punktesammler bislang war. Unser Vorsprung ist groß genug, um anzugreifen, zu punkten wie in Zolder, wo wir ganz gut waren, klar. Zuverlässigkeit ist natürlich auch wichtig, aber das Team ist übers Jahr diesbezüglich schon sehr gut. Und Daumen drücken, dass wir erneut ganz oben stehen. Luis Recuenco liegt 30 Zähler hinter Janes auf Rang 2 der Meisterschaft. Der Spanier, Teamkollege von Albacete, hat 4 Rennen gewonnen. Der 55-Jährige ist im 3. Jahr dabei, hat zuvor viel Erfahrung im Marathon-Rallye-Sport gesammelt. Ähnlich übrigens wie Jamie Anderson, der in der britischen Rallye-Meisterschaft fuhr, bevor er vergangenes Jahr das Abenteuer Truck Racing in Angriff genommen hat. Anderson liegt nur einen Zähler hinter Recuenco. Ja, ich glaube, wir können den Abstand verkürzen, wenn wir mit etwas Köpfchen agieren. Alles ist möglich, es hängt vor allem davon ab, wie sich das Wochenende entwickelt. Eigentlich werden wir immer stärker und schneller von Wochenende zu Wochenende, aber manchmal bin ich etwas zu ungestüm. Und das ist manchmal das größte Problem. Sonntagmittag, Rennen 3. Adam Latzko hat sich im verregneten Zeittraining die beste Startposition gesichert. Der Tscheche ja bekanntlich bei nassen Bedingungen besonders stark. Die erste Pole übrigens für ihn seit dem vergangenen Jahr und dem Event in Most. Neben Latzko in Reihe 1 André Kosim, der sich sehr achtbar hier aus der Affäre zieht. Olly Janes auf Startplatz 7. Die Startnummer 7, Jamie Anderson auf Rang 11. Und genau zwischen diesen beiden auf Position 9, Luis Recuenco, also im Sandwich. Der Spanier will die beiden Briten etwas ärgern. Ja, klar, also das würde ich natürlich schon gerne machen. Beide überholen und am Ende dann vor ihnen sein. Der Kurs ist aber nicht ganz einfach. Die Strecke ist nass und erst wenn es abtrocknet, wird es auf der trockenen Linie bestimmt gehen. Wenn es weiter regnet, bei Aquaplaning, dann wird es unglaublich schwierig. Las marcas iremos por el carril, pero si no, si llueve un poquito, al final un poco de aquaplaning. Sí. Die Tribünen am Sonntag genauso voll wie am Samstag. Das Feld, wie immer, angeführt vom Mercedes-Benz Pace Truck. Die Einführungsrunde. Und nach einer Runde unter Gelb wird das Rennen schließlich freigegeben. Adam Latzko hat schon einen komfortablen Vorsprung. Kosim fährt hier auf Sicherheit. Bis dahin durfte eh niemand überholen. Der Blick von Olly Janes hier nach hinten. Zwischen ihm und Recuenco liegt Steffi Halm, die von der 8 losgefahren ist. In Runde 3. Albacete vorbei an Kosim, macht sich auf die Verfolgung von Adam Latzko. 5 Punkte sind der Unterschied zwischen Rang 1 und Rang 2. Und Norbert Kiss auf der Innenseite im schwarzen Truck neben Kosim wagt einen Angriff. Fast eine halbe Runde lang fahren die beiden Seite an Seite. Kiss scheint dann in dieser Situation schon fast vorbei. Die letzten beiden Kurven vor Start und Ziel. Leichter Schubser aber von Kosim und Kiss nimmt den Notausgang. Ja, ich bin wirklich enttäuscht von André, denn er hat mir da außen überhaupt keinen Millimeter Platz gelassen. Es war zwar nur eine Mini-Berührung, aber mein Pech war, dass eine Lenkungsstrebe kaputt ging. Und danach war es vorbei mit Lenken. In Runde 9 ist Jochen Hahn nah genug dran an Kosim. Der frisch gebackene, vorzeitige Europameister setzt sich innen daneben und kann Position 3 übernehmen. Sascha Lenz zieht gleich mit und geht ebenfalls am Landsmann im gelben Truck mit der L vorbei. Schon die letzte Runde.
Steffi Halm auf der 6, dahinter James, Recuenco und Anderson in der Reihenfolge der Gesamtwertung des Crummer Cups. Führende Adam Latzko fährt ungefährdet zum ersten Saisonsieg in einem Hauptrennen und kann die nassen Bedingungen am besten bewältigen. Zweiter wird Antonio Albacete. Latzko verkürzt dadurch den Abstand auf nur noch 4 Punkte. Spannung ist also garantiert für die verbleibenden beiden Rennen. Ja, ich bin total glücklich. Das ist der erste Sieg in einem Hauptrennen und im Nassen genieße ich es sowieso immer jedes Mal. Die Top 3 der Meisterschaft also mal wieder gemeinsam auf dem Podium. Latzko vor Albacete und Hahn. Das Ergebnis von Rennen 3. Dem aufmerksamen Beobachter wird nicht entgehen, dass Luis Recuenco fehlt, der bis kurz vor Schluss auf Rang 8 lag. Der Spanier sieht nur als 12. die Zielflagge. Der Grund? Ein Crash, verursacht von Anderson kurz vor der letzten Kurve. Die angesprochene Szene, Anderson hier hinter Recuenco, sieht seine Chance etwas optimistisch, zwar vom Briten. Recuenco kann seinen Truck hier auf der nassen Piste nicht abfangen und verliert die Kontrolle über seinen M1. Was anschließend folgt, ist eventuell verständlich, aber dennoch auf Schärfste zu verurteilen, denn Recuenco kämpft sich auf der Auslaufrunde wieder ran an Anderson und schiebt den Briten absichtlich auf die Wiese. Die Rache des Spaniers wird mit 5000 Euro Geldstrafe auf Bewährung bis Saisonende geahndet, zum Glück aber nicht mit einer Disqualifikation. Anderson erhielt übrigens keine Strafe wegen der Aktion. Rennen 4 sieht eine rein britische Reihe 1, Jamie Anderson auf der einen Seite und Ollie James auf der anderen Seite. James 36 Punkte vor Anderson und 40 Zähler vor Recuenco. Der Start. Jamie Anderson übernimmt die Führung vor Ollie James, dahinter Halm und Kosim, die beiden Deutschen. Mit 160 Sachen geht's Richtung Schikane vor dem Dunlop-Bogen. Gelegenheit für uns, reinzuspringen ins Auto von Adam Latzko. Und wir sehen, dass im Getümmel dieser Kurvenkombination der von 2 gestartete Ollie James zurückfällt. Quasi aufgeschnupft wird. Zurück geht's auf Rang 8. Erwin Kleinadelfort mit technischen Problemen. Das Aus für den Niederländer. Onboard bei Recuenco hat Brereton vor sich. Davor Cittignola und Reinhardt. Erneut schiebt Reinhardt einen Tankpool 24 Piloten von der Strecke. Hartes Manöver um die 9. Position. Stellt sich die Frage, ob das sein muss am Ende des Wochenendes. Gleiche Stelle, eine Runde später. Lenz auf 2, attackiert Anderson und geht am Briten vorbei. Lenz übernimmt die Führung, während Steffi Halm auf ihre Chance noch etwas warten muss. Jochen Hahn auf der 4. Position hat André Kosim und Albacete hinter sich. Hahn verliert nach dem Anklopfer von Kosim sein hinteres Schutzblech, eingangs Start und Ziel. Dann Ende Runde 3. Jamie Anderson spielt fair mit beim Überholversuch von Steffi Halm. Jochen Hahn hängt sich gleich dran und geht mit durch. Und schnappt sich seine Teamwertung Kollegin Halm in Runde 6 vor dem Dunlop-Bogen, weil sich die Deutsche leicht verbremst. Hahn damit schon auf Position 2 auf der Verfolgung von Sascha Lenz, der aber schon meilenweit enteilt ist. Dann plötzlich Flammen am Truck von Norbert Kiss. Der Turbolader hat ein kleines Feuerchen entfacht, das aber danach schnell wieder ausgeht. Ganz bitteres Wochenende für den Champion von 2014 und 2015, der nach wie vor hohe Ziele hat. Mein Ziel, mit Mercedes einmal Champion zu werden, habe ich noch nicht aufgegeben. Im Moment sind wir davon weit entfernt, aber wir werden weiter darauf hinarbeiten. Sascha Lenz holt sich den letzten Sieg in Le Mans mit sage und schreibe mehr als 10 Sekunden Vorsprung. Zweiter wird Jochen Hahn, dritte Steffi Halm. Jetzt kann ich endlich auch mal sagen, ich habe bei 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Ey. Mega geil, ich freue mich so für das Team. Für unsere Sponsoren, alle, die die ganze Zeit gesagt haben, du kannst es. Mega, ey. Ich bin so happy. Bleibt am Ende nur noch die Frage, wer darf den Siegerpokal in den Himmel recken? Tochter Kate
ist es, die das bravourös meistert und vielleicht schon mal ein bisschen übt, als Nachfolgerin von Steffi Hallen. Das Rennergebnis des vierten Laufs auf den Positionen 7, 8 und 9. Anderson, Janes und Rekuenko. Es bleibt also spannend im Grammar Cup. Die drei Erstplatzierten der Grammar Cup Gesamtwertung anschließend auch zu dritt oben auf dem Podium. Allerdings mit kleinen Vorteilen für Olli Janes. Das war schon wieder ein Wochenende, wo wir die Führung verteidigt haben und den Vorsprung ausbauen konnten. Davon war nach Zolder eigentlich nicht auszugehen. Wir dachten, die anderen würden aufholen. Aber wir haben immer die Zielflagge hier gesehen. Die anderen hatten technische Probleme und Unfälle. Das bedeutet, es wird wohl im Hauptrennen am Samstag in Jarama entschieden. Und große Spannung in der ETRC-Wertung bleibt auch noch, denn es geht um die Entscheidung zwischen Albacete und Lazco um Rang 2 in der Meisterschaft. Es bleibt wenig Zeit zum Ausruhen, denn von Le Mans geht es direkt weiter nach Jarama in der Nähe von Madrid.